Willkommen zurück hier bei The Long Dark im Haus des Menschenfeindes, der zum Glück nicht da ist. Und wir hätten im letzten Part uns beinahe verlaufen im Nebel. Wie der Nebel auch gleich alles verschluckt, ne? Geräusch, kulissenmäßig. Gut. Gut. Nicht gut. Eigentlich nicht so gut. Machen wir denn da? So würde ich jetzt natürlich ungern weitergehen, weil das könnte sehr böse enden. Aber wir sind auch noch nicht so sehr müde. Deswegen machen wir uns einfach mal ein Feuer. Auch ein bisschen Zeit draußen verbringen, weil wir müssen jetzt hier drinnen schlafen. Das ist ein Ast. Ein Ast, ein Ast, ein Ast. Gott, ist das still. So gruselig. Ein Zedernast, den nehme ich mit. Na, guck mal einer an. Und Tana, da ist es. Schon viel übersichtlicher. Und irgendwie höre ich hier irgendwas. Klang nach einem Hasen, aber war wahrscheinlich eher nichts. Nee, das wollte ich jetzt nicht. Eigentlich wollte ich nicht reingehen. Ich wollte draußen bleiben. Was trinken? Ich könnte noch mal die Snappy trinken. Wie viel Wasser? 1, hier hängt aber auch keine Flagge. Irgendwas flabbelt hier irgendwie. Sehr, sehr merkwürdig. Sehr, sehr merkwürdig. Da unten ist ja auch Bärengebiet. Ich meine, sind wir denn. Naja, es geht, ne? Es liegt jetzt, glaube ich, an den Ästen, an den Zedern-Dingern. Ich mache es einfach ein Feuer. Ist mir jetzt egal. So. Hab da davon. Tada! Dann bleiben wir die Nacht hier. Dann ist das so, dann ist das so. Obwohl wir drin, wir haben noch drin bestimmt Stoff. Ich könnte mir hier auch eine Hütte bauen. Aber ich glaube, unser Verhältnis ist ganz gut von draußen und drinne sein. Okay, dann gehe ich erstmal rein. Gucke nach Stoff. So. Ja, das ist auf jeden Fall genug Stoff. Wie sieht denn unsere Statistik aus mit. Das ist gut. Das ist ganz, ganz gut. Das ist nicht schlecht. Aber wie gesagt, der Trugschluss liegt halt da drin, ne? Dass das halt immer was mit am Stück zu tun hat. Es wird schon wieder neblig. Was ist das denn? Wo suchen wir es nochmal? Was sag ich mit der Wölfin los? Mensch, schon lange nichts mehr gehört oder also besser gesagt gelesen. Ich hoffe, das ist alles okay. Ich hoffe, du hast einfach nur viel zu tun. Was denn jetzt hier? Vereiern hier. Nanü, nanü, nanü. Ich könnte mir sogar vorstellen, im unteren Glück haben wir nicht mal ein Elch bei der Tankstelle. Da
Der beste Platz für den Elch bei der Tankstelle wäre der. Es geht da so rechts hoch und dann steht da dieses einsame Häuschen da oben. Dann kommt da so eine Lichtung da. Da kann ich mir einen Elch wirklich sehr, sehr gut vorstellen, tatsächlich. Sehr, sehr gut. Oh wow. Oh wow, wie schön sie. Oh wow. Schön sieht sie gerade aus. Ich mache meinen Zähler erneut. Ach, schön. Da hinten, aber ich glaube, die Sichtweite reicht nicht bis da hinten hin. So, dann machen wir mal kurz ein bisschen Wasser. Muss ja mal schauen, wie ich das mit Remothered mache. Ich habe irgendwie so unglaublich Lust, das weiter. Also, ne? Aber ich mag das Spiel so unglaublich doll. Ich finde das wirklich toll. Macht Spaß zum Spielen. Da muss ich mal schauen, ob ich mich da schon drauf konzentrieren kann. Ist ja dann nochmal was anderes. Und dann kommt ja auch. Es ist halt so Februar, ne? Februar geht immer viel, viel zu schnell vorbei. Viel, viel zu schnell. Nächste Woche ist ja schon März. Und dann kommt der am 6. März. Ist ja dann Life is Strange. Die Bonus-Episode und oh, die Limited Edition. Ich freue mich so sehr drauf. Und dann ist ja schon Ende März. Ist ja dann schon Far Cry 5, wo der liebe Kiwi schon sehr fleißig war. Der hatte nämlich noch das alte Far Cry 5 Datum im Kopf und hat mir nämlich schon ein Endcard-Song geschickt. Das ist sehr löblich. Dann kann ich nämlich schon die Endcard vorbereiten. Aber es kommt erst am 27. März kommt Far Cry raus. 5, Far Cry 5. Gut. Da hinten ist unser Haus, aber sieht alles, sieht so schön aus, ne? Ach, ich mag das. Ich mag das sehr. Aber ich sehe gerade hier gar nichts. Was ist denn hier gerade los? Ist überhaupt nichts los, um genau zu sein. Eigentlich ist nicht mal ein Bär, oder? Das scheint ohne Leiche zu sein. Da komme ich jetzt so gerade auf die blöde Idee, schon mal rüber zu laufen. Ich nehme auf, das ist auch gut. Nach dem Abbruch letztens bin ich mir da auch nicht mehr so sicher, ob ich gerade aufnehme. Ja. Bin gerade still, weil ich versuche zu horchen, aber ich höre einfach nichts. Oh Gott, ich habe mich gerade erschrocken. Ist nur eine Leiche. Nur ist gut. Oh, oh, oh. Selbst da drüben sieht einfach. Spawnt hier erst alles wieder, wenn ich. Das ist ein Reh. Wenn ich einmal weggeguckt habe. Hier ist nichts. Ich meine, dann können wir schon mal rübergehen. Ist ja noch hell. Müssen wir nicht da rumgammeln? Müssen wir nicht rumgammeln? Sag mal. Es kann natürlich sein, dass wir auf irgendwas treffen. Bin ich etwas wortkarg? Ich hoffe nicht. Es tut mir leid. Hier sieht es so anders aus. Gottes Willen, sieht es ja, sieht's ein bisschen anders aus, ne? Oh. Oh, wie sie gleich alle wegrennen. Oh, da liegt ein Reh. Hey, Diggi.
Sag mal, hältst du von der Tatsache, dass ich hier bin? Ist ja interessant. Ich beleidige eigentlich ungern Bären, ne? Ach du Scheiße, was mache ich hier eigentlich gerade? Ja, gut. Alter, das Geräusch. Ich hasse das so sehr. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Gott. Da rennt er einfach los. Oh. Wir haben getroffen. Ich habe getroffen. Egal, wo ich getroffen. Ich weiß gerade nicht, wo ich getroffen habe. Ich habe getroffen. Ich habe sie gesehen. Fand er nicht lustig. Ich aber auch nicht, dass er einfach losrennt. Das war jetzt so. Okay. Gut. Gut, dann gut. Da ist hier einfach mal der Bär. Deswegen ist hier so die ganzen Hasen weggerannt sind. Oh Gott. Der Arme. Der Arme. Sieht hier, sehen wir hier eigentlich wie Bogenschüsse? Nee. Mit getroffene Tiere. Achso, nee, Gewehrschüsse 10. Gesamt. Nee, das sieht man nicht, ne? Wo man. Hä? Wir haben. Ich geh nicht raus. Der steht bei der. Moment, ich muss mich mal kurz. Halte mich für verrückt. Wir haben doch aber erst einen Bären, oder? Getötet? Oh Gott, es ist so schwer gerade für mich einen klaren. Moment, jetzt mal von vorn. Also, wir haben dieses Let's Play in Milton gestartet. Und dort haben wir einen einzigen Bär getötet. Das war der auf der Brücke. Und das war ja noch so witzig, ne? Weil der so rumgerannt und wir im Auto und war ein großer Gaudi für alle Beteiligten und okay. Der Bär ist tot. Der muss tot. Oh Gott. Nee, ich hab Angst. Ich will nicht raus. Oh Gott, ich vertraue mir gerade so. Hä? Aber das geht. Ihr habt mir alle geschrieben, dass das total der Zufall ist, wenn man, dass man, also eigentlich ist das nicht möglich, dass man einen Bären mit. Also, dass es sehr selten ist, dass man den Bären mit einem Schuss tötet. Und ich habe den gerade sonst wohin geschossen. Davon mal abgesehen. Also, ich weiß nicht mal, wo ich ihn geschossen habe. Ach, wie schön. Okay. Was tue ich jetzt? Was tue ich jetzt? Das ist die gute Frage. Ich glaube, ich würde eine Stunde schlafen. Als safe, dass der, sollte er vor der Tür rumlungern. Dann irgendwie weg ist, obwohl, wenn ich ihn getroffen habe, rennt er ja rum wie so ein Besenkter, ne? Wartet, wartet, wartet. Oh, ich würde es gerne speichern. Bitte sei nicht da, bitte sei nicht da, bitte sei nicht da, bitte sei nicht da. Scheiße. Ich höre ihn doch, oder? Gott, mich gerade erschrocken. Oh, nein, er liegt da, oder? Okay, willkommen, mein Name ist Annika. Ich spiele Bärentöterin Anna im Profi-Status. Was das? Was? 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 Hallo, ich wollte hier doch nur kurz rüber, um. Ich weiß nicht, was zu machen. Was? Hä? Das ergibt doch keinen Sinn. Ja, ja, ja. Das. Was? Ich würde ihn am liebsten sofort das Fell über die Ohren ziehen. Ich habe Angst, dass hier Wölfe sind. Zum Henker? Ich verstehe es gerade nicht. Wie kann man denn so viel Schwein haben, bitte?
Wie hoch ist denn die Chance? Einen Bär mit einem Schuss zu töten, das haben wir jetzt schon das zweite Mal bekommen. Also entweder sagst du mir oder sagt mir irgendein Patch, dass das jetzt irgendwie. Dass das. Okay, wir müssen jetzt einen Moment länger hier bleiben. Ihr wisst ganz genau warum, weil da liegt ein toter Bär draußen. Wir haben zwar leichte Wolfsprobleme, glaube ich, draußen. Aber, ne, Därme und Fleisch und so und Kochen, Das müssen wir jetzt irgendwie auf die Reihe kriegen. Das werden wir auch irgendwie. Keine Angst. Wir müssen halt, glaube ich, ein richtig krasses Feuer machen beim Bären. Dass wir die Wölfe so ein bisschen unter Kontrolle kriegen. Oh, jetzt ist mal ein bisschen. Jetzt ist mal kurz ruhig. Ich kann jetzt in der Nacht will ich sowieso nichts machen. Der Bär verschwindet nicht sofort. Für mich ist, kann das Fleisch ja auch gammelig werden. Braten kann ich es trotzdem, solange es nicht kaputt ist. Was soll ich gucken hier? Kochen. Haben die da irgendwie die Prozentchance irgendwie verändert, dass man einen Bär mit einem One-Shot töten kann? Seit wann geht das denn? Was ist denn da los? Hä? Was? Okay. Ich will mich ja nicht beschweren, ne? Also. Ich habe nichts erwartet und gerade sehr viel bekommen. Davon mal abgesehen. Hä? Ich bin gerade baff. Ein Schuss, völlig panisch und eigentlich bin ich gar nicht wegen dem Bär hier gewesen. Bin eigentlich hier, weil ich hier gucken wollte, was hier so ist. Nun gut. Jetzt müssen wir hier einen Moment bleiben. Ist ja auch nicht schlimm. Hier gibt es ja zum Glück auch viele Sachen. Wir müssen hier ein bisschen was zerlegen, dass wir genug Holz haben. Genau, wir können die Regale und hier so. Ich mach mal, glaube ich, wollen wir mal. Ich mache euch und mir mal ein bisschen Licht. Das ist voll schön. Also mit, ich mag so eine Räume, die oben noch so Fenster haben. Kommst du zwar nie ran zum Putzen, aber ist schön. Okay, das ist ein normales Buch. Das nehme ich aber auch mal mit. Wir haben ja Brandbeschleuniger mit. Wir können ja draußen sehr, sehr schnell hoffentlich ein Feuer machen. Aber wir haben ja schon gehört, die Wölfe sind nah. Sehr nah. Das wird lustig. Sweatshirt. Ich nehme es mal kurz mit. Ich habe keine Ahnung. Oh, ich noch was zu trinken? Ich merke mir das doch nie. Mach mal kurz. Das hier aus. 04. 0904. Das könnte vielleicht auch ein 09er werden. Oh. Oh. Warte mal. Moment, Moment. Ich muss gerade vergleichen. Der hat. Okay. Willst du mir sagen, dass dieses Anzughemd 0409? 0906. Das ist doch viel besser als das Anzughemd. Und hier ist ein. Ich glaube, ich ersetze das Anzughemd. Dazu müssen wir mal kurz diesen Pullover hier reparieren. Haben wir noch? Anscheinend haben wir. Ah, okay, ich vergaß. Ja. Gut. Machen wir das später. Ich bin gerade baff. Gut, ich würde sagen, was wollen wir uns denn herstellen mit dem Bärenfell? Der Mantel wäre ja mal nett. Aber von denen hat immer. Oh. Wir hatten irgendwas, was wir brauchten fürs. Der spinnt, genau, der spinnt beim Angler-Ding. Ich guck mal gleich wegen irgendwas hat immer die Wölfin gemeint, dass der nicht ganz so geil ist. Also der ist schon geil, der Bärenfellmantel, aber guck mal kurz. Irgendwas war. Ich kann mich erinnern. Wo ist denn da? 5 Kilo? Ich würde gern wissen,
Und ich weiß nicht, ob das so gut funktioniert hier mit dem. Du kannst damit zwar nicht gut das wegrennen, ne? Minus 20% ist natürlich auch eine Sache. Minus 20%, oh Gott. Plus 6, plus 5, lohnt sich das? Lohnt sich das? Die Frage ist auch, lohnt sich das? Das ist eine gute Frage. Ich meine, wir sind bis jetzt immer super gut mit Hütten und dem normalen Schlafsack durchgekommen. Und man muss ja auch bedenken, ich denke mal, dass beides auch wieder ein Bärenfell zur Reparatur braucht. Kann ich mir nur gut vorstellen, dass das so ist. Ich weiß es gerade nicht, es wird mir ja auch nicht angezeigt. An sich hätte ich den einfach mal gerne, weil wir haben den noch nie so richtig gemacht. Ich hätte gerne lieber den. Ich würde den gerne anziehen, ne? Der. Obwohl minus 15 ist jetzt auch nicht gerade der Knaller, ne? Wo sind wir denn bei. Bei nüscht. Okay. Wo sehe ich das denn? Nirgendwo sehe ich das. Das ist gut. Ich sehe das auch irgendwo, oder? Bei C bestimmt. Ja, bei C. 83, dann wären wir bei. Oh Gott, 63 ist nicht gerade sehr viel. Aber das Ding ist halt, ne, vielleicht müssen wir dann ja auch gar nicht wegrennen. Wie es da halt auch so schön steht, glaube ich, ne? Genau. Du kannst damit zwar nicht gut wegrennen, aber das musst du auch nicht. Ist die Frage, funktioniert das wirklich so gut? Ob das so funktioniert, wie wenn, ne, ob die Wölfe dann so jaulend wegrennen, wie wenn wir ein Feuer haben und die dann da vor Angst haben? Das wäre natürlich schon ein bisschen geil, ne? Dann fände ich wirklich gut. Aber ob das so ist, ist die Frage. Ich weiß nicht. Ich weiß es nicht so. Ich glaube, ich trinke erstmal hier die Stacys. Und dann esse ich noch Beef Jerky. Und trinke danach nochmal Wasser. Wirklich, hier Essen haben wir jetzt auch nicht gefunden, ne? Aber wir könnten uns dann einen Bär braten. Dann schlafen wir hier erstmal in aller Ruhe. Oh Mann, oh Mann. Also, dass ich so schnell in die Bredouille komme, dass ich zwei Bärenfälle habe, habe ich nicht mit gerechnet. 50 Tage. Yay. Yay, 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 yay. Aber ich versuche mal so lang zu schlafen, wie es geht. Wie blöde, wie blöde. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Oh Mann. Übrigens, ich fand das noch ganz interessant. Ich konnte mich mir irgendwie in den letzten Parts nicht so ganz so gut ausdrücken, als ich da so ein bisschen drüber geredet habe, so über Spiele und wie auch immer. Und ich wollte nochmal anmerken, dass da, glaube ich, auch das Amigas ganz gut auch angemerkt hat, dass bei mir halt auch, glaube ich, so ein Punkt ist, dass aufgrund dieser, dass ein Spiel viel durch die, ja, durch die Spieler geht und dass es oft halt deswegen vielleicht nochmal drunter leidet, weil es zu schnell gespielt wird, zu schnell durchgerusht wird, dass es gar nicht mehr so richtig wahrgenommen wird. Irgendwie soll ja Leute geben, die zwei, drei Spiele am Tag spielen, so, weil sie schon nach der Stunde irgendwie gelangweilt sind von irgendeinem Spiel. Und das ist halt schade, ne? Das wollte ich auch nochmal anmerken, da hat er vollkommen recht. Hatte auch mal, also, was ich hatte auch mal, nee, Moment, so will ich den nicht bezeichnen, ich kannte mal jemanden. Ja, einer ist gerade schlecht. Wirklich. Ein bisschen. Hier, eine Snappy. Aber ich. Ja, ich kannte mal jemanden, der hat nur so Spiele gespielt. Und das fand ich, also mit nur so meine ich, nur gerusht. Also, Hauptsache schnell. So. Hauptsache, so, weiß ich nicht. Hauptsache, ich krieg ein 12-Stunden-Spiel in 5 Minuten, ja. So ähnlich. In Hauptsache, ich krieg so ein 12-Stunden-Spiel in 5 Stunden runtergedremmelt. Und das, weiß ich nicht. Es fand, glaube ich, war eine, Wit was heißt Witz hier, es war eine Situation, wo derjenige mich damit beeindrucken wollte und ich stand da und dachte mir, ist ja scheiße. Und er dann sehr entrüstet darüber war,
dass ich das ja gar nicht so toll finde. Ich verstehe sowas wirklich nicht. Also, ne, soll ja jeder das, wenn das ihm Spaß macht oder so, aber das ist ja, glaube ich, nicht Sinn von einem Spiel, dass man da durchrennt wie so ein Bekloppter. Also, ist wirklich. Deswegen stehe ich, glaube ich, auch so total auf so diese Oldschool-Let's Play-Sachen. Ja, Anders, tut mir leid, aber wir brauchen das gerade alles. Für das Feuer, für den Bär. Tatsächlich. Wie viel Alter ist er mir jetzt? 13. Ich könnte das, glaube ich, mit dem. Könnte werden, ne? Oh Gott, wo war ich gerade? Oh Gott, es tut mir leid. Ich kann halt. Ich kann. Oh, meine. Warte mal, mit durchwaschen? Ja, halt soll, kann ja jeder spielen, wie er das gerne möchte, aber das ist ja halt oft auch nicht, glaube ich, auch der die Intention von einem Entwickler oder wem auch immer dahinter. Ja, Oles Amiga hat auch als Beispiel Life is Strange gebracht. Da war. Warte, ich muss mir. Was war denn das? Was war das? Hilfe! Was war denn das? Haben wir einen Creepy Bär oder? Was war das? Ich glaube, wir haben einen Creepy Bär, hä? Ich hatte gerade Angst, dass der Wolf an meinem Bär rumfrisst. Also, hier sind auf jeden Fall irgendwo Wölfe. Ja, also wie gesagt, also nicht nur bei Life is Strange. Also ich kann ja mal ganz kurz, ich würde dann, ich glaube, ich beende erstmal den Part, bevor wir es machen. Ich kann mal kurz da als Beispiel bringen, der Patty zum Beispiel. Der hatte damals The Evil Within privat gespielt. Und ich weiß dann noch, wie der Steffen so entrüstet mir erzählt hat, dass er irgendwie Patty besucht hat und die wollten irgendwas machen. Und er gerade noch gespielt hat und der Steffen interessehalber gefragt hat. Und wie ist das Spiel? Und Patty so, geht so, ich verstehe von der Story nichts, aber ich lese auch nichts durch. Und es ist halt so, ja. So spielt man doch kein Spiel. Und man kann. Und deswegen, glaube ich, darf man bestimmte Reviews auf Steam oder überhaupt so von gewissen Leuten, gewisse Meinungen zu Spielen gar nicht so ernst nehmen. Weil die da, glaube ich, gar nicht vielleicht den, ja, den Sinn vielleicht gar nicht so verstanden haben. Und manchmal macht ein Spiel auch nur für einen selbst Sinn, so. Ich habe ja auch so meine eigene Story hier in The Long Dark, ne? Viele können nicht verstehen, warum ich das so lang spiele und fragen mich immer. Und dann sage ich immer, ne, ich habe halt Anna und ich muss doch mit Anna was erleben, so, ne? Ich habe halt so meine eigene Story hier so drin reingepackt. Das kann halt auch nicht jeder, ist ja auch verständlich. Aber ja, deswegen wollte ich nur noch mal als Beispiel bringen, dass es halt wirklich so Leute gibt. Aber wie, ne? Das müssen die ja selber wissen, ne? Das ist halt schade fürs Spiel, aber hey. Solange er Geld dafür ausgegeben hat, ist es fürs Spiel gut. Damit danke ich mich bei euch fürs Zuschauen. Im nächsten Part heißt es Bären auseinandernehmen oder den Einbären. Und hoffentlich lassen uns die Wölfe in Ruhe. Das wäre sehr schön. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen und wir haben einen Bär getötet. Ich bin ja begeistert, dass ich habe viel erwartet. Oder nee, besser, ich habe gar nichts erwartet und sehr, sehr viel bekommen. Das ist interessant. Okay, gut, dann vielen, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Part. Bis dann. Tschüss.